In der Welt von One Piece warten wir alle auf das legendäre Aufeinandertreffen zwischen Dragon und Im-Sama. Gerade die kritische Situation um Sabo bringt Dragon früher oder später in Zugzwang. Die eigentliche Frage ist aber, bewahrheitet sich bald eine dunkle Theorie, die sich aktuell noch in mysteriöse Schleier hüllt? Meine Damen und Herren, so in etwa stellen wir uns das Aufeinandertreffen zwischen Dragon und Im-Sama vor. Und für diejenigen, die sich fragen, was zur Hölle war das gerade für ein geiler Scheiß? Meine Freunde, das ist die Rückkehr zur Reverie. Ein Fan-Manga-Projekt von guten Arthur und Professor Gemini, die das Ganze auf der Library of O'Hara veröffentlicht. Für die, die Arthur noch nicht kennen, er ist derjenige, der auch zum Beispiel mit Sandman immer dafür sorgt, dass wir alle Infos, alle News, Interviews, Vivre-Card-Databooks und zu One Piece schnellstmöglich aus Japan für unsere Sprache zur Verfügung gestellt bekommen. Daher fettes Dank an dieser Stelle. Und hey, nur weil One Piece pausiert, heißt das nicht, dass ihr keine Kapitel lesen könnt. Deswegen empfehle ich wirklich jeden diesen Fan-Manga zu lesen, der One Piece vermisst. Dieses Fanprojekt behandelt die Reverie ab dem Tag, wo Oda uns einfach hat ins Leere laufen lassen. Das Ding umfasst 6 Kapitel, 4 davon sind bereits draußen und wenn ihr möchtet, mache ich zum gesamten Fanprojekt, wenn dies in 2 Wochen endet, einen kompletten Podcast darüber. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt. Gehen wir nun in die eigentliche Thematik, da dies wie bereits gesagt nur ein Fan-Manga ist und ich mir vorstellen kann, dass in echt so einiges anders ablaufen kann, besprechen wir mal die mysteriöse Beziehung zwischen Dragon und Im-Sama oder der Weltregierung im Allgemeinen und versuchen auf einige Fragen vielleicht eine Antwort zu finden. Eine Theorie, die um Dragon aktuell einige Mysterien versucht aufzudecken, besagt, dass Dragon eine Verbindung zu den Tenryubito hat. Generell schwebt ein mysteriöser Schatten der Drachen über die Welt von One Piece und für die, die das Ganze noch nicht ganz so auf dem Schirm haben, wir haben vielerlei storytechnische Elemente, die mit Drachen zu tun haben, die die Wichtigkeit dieser Kreaturen untermalen. Zuallererst hätten wir einmal die Himmelsdrachenmenschen, die sich als Götter betiteln und die mehr oder weniger die Herrschaft über die Welt innerhalb eines Schleiers der Gerechtigkeit bezüglich der Weltregierung gegenüber besitzt. Dann haben wir Monkey D. Dragon, der als Drache der Erzfeind dieser Götter darstellt. Dann haben wir noch die künstlich erschaffenen Drachen auf Punk Hazard, die den Tenryubito gehört. Vegapunk hat diese Drachen erschaffen, aus dem Nichts, wie er das gemacht hat, keine Ahnung. Dann gibt es natürlich auch noch die Drachenteufelsfrucht von Kaido. Nicht zu vergessen auch die Drachenfrucht, die Vegapunk versucht hat zu erschaffen, die jetzt Momonosuke besitzt, die laut Vegapunk ein Fehlschlag gewesen ist. Dann die Ironie,
der Angriffe von Sabo, die ebenfalls drachenähnlich sind, wie zum Beispiel seine Dragon Claw, also generell sind die Angriffe hier an Drachen angelehnt, oder zum Beispiel auch die Legende um Ryuma, der Drachenslayer genannt wurde. Drachen spielen eine wichtige Rolle in One Piece und die Theorie, dass Dragon oder generell die Monkey D. Familie eine Bindung zu den Tenryubito haben, ist ebenso durch einen weiteren Ursprung bedingt. Nämlich wird einerseits Monkey D. Garb schlichtweg Connection nachgesagt. Stelly, also der Stiefbruder von Sabo, sprach Garb vor der Reverie darauf an, dass er die Möglichkeit hätte für Stelly, der diesmal vom König zum Tenryubito aussteigen wollte, etwas zu tun, um sein Ziel zu erreichen. Ein weiterer Punkt ist die Frage der Motivation. Warum ist Monkey D. Dragon Anführer dieser Revolutionsarmee? Einfach so? Alles in One Piece hat seinen Grund und genauso hat dieser Weg ebenso seinen Ursprung. Wir gehen stark davon aus, dass Dragon persönlich motiviert die Revolutionsarmee gegründet hat. Theorien besagen sogar auch mit Roger zusammen, was auch relativ naheliegend ist, denn die beiden kannten sich, vermutlich auch, weil ihnen nahestehende Personen genommen wurden. Wer könnte es aber gewesen sein? Gehen wir jetzt mal von Dragon zu Garb. Von Garb wissen wir, dass er die Tenryubito so sehr verabscheut, dass er aufgrund dessen sogar seine Beförderung zum Admiral ablehnte, weil er ansonsten direkter Untergebener der Tenryubito gewesen wäre, was ihm überhaupt nicht in den Kram gepasst hätte. Woher kommt aber auch dieser spezielle Hass bei ihm? Natürlich ist die Moral und das, was Tenryubitos tagtäglich anrichten, alleine schon ein Grund genug. Sie versklaven Menschen, sie sind in Meutereien verwickelt, Verbrechen begehen sie und sie sind ebenso auch in Völkermorden verwickelt. Natürlich klar, dass man diese verabscheut. Was aber, wenn dahinter noch mehr steckt? Was ist, wenn entweder die Mutter von Ruffy, also Dragons Frau, Opfer der Tenryubito geworden ist oder Garbs Frau, sprich die Mutter von Dragon und Großmutter von Ruffy, von den Tenryubito gefangen genommen wurde oder versklavt wurde? Somit könnte man ebenfalls auch eine erneute Wut erklären. Eine weitere Möglichkeit, die ich persönlich sogar auch sehr interessant finde, ist die Tatsache, dass entweder Dragon oder Garb als D wohlgemerkt sich mit einer Tenryubito-Dame eingelassen haben, sich eventuell sogar verliebt haben und infolgedessen auch ein Kind bekommen haben. Das würde bedeuten, Ruffys Mutter oder seine Großmutter wäre bzw. war ein Himmelsdrachenmensch. Hierbei ist ja, wie ich bereits gesagt habe, das Problematische, dass Ruffy und Co. Dragon Garb Nachfahre der D sind und innerhalb der Reihen der Tenryubito wird auch den Kindern stets schon eingeredet, dass derjenige oder diejenigen mit einem D im Namen die natürlichen Feinde der Götter sind. Was wäre, wenn diese Liebesbeziehung aufgeflogen ist? Das würde für mich persönlich ein interessanter Plot werden. Theoretisch wäre Ruffy dann ein Nachfahre der D und gleichzeitig ein Nachfahre der Tenryubito. Nun, wenn es wirklich so passiert ist, dass die Geliebte von Dragon oder Garb aufgeflogen und bestraft worden ist, dann haben wir im aktuellen Geschehen eine massive Parallele. Denn Dragon will nämlich etwas verhindern, nämlich die vermutliche Hinrichtung von Sabo. Es ist höchstwahrscheinlich so, dass die Weltregierung versucht, Dragon eine Falle zu stellen und ich muss persönlich sagen, Dragon wird sich darauf vorbereitet haben. Das Ziel der Revolutionsarmee war, nur den Tenryubito den Krieg zu erklären und ich denke, da Sabo und Co. es vermutlich nicht ganz geschafft haben, wird sich Dragon diese annehmen. Was kann das konkret bedeuten? Wenn wir nämlich den zweiten Teil des Reverie-Arcs bekommen, so könnten wir einen Auftritt von Dragon zu sehen bekommen. Einige werden sich nun denken, aber Dragon kann ja gar nicht auf der Reverie aufgetaucht sein. Immerhin war er auf Ivankovs Insel. Hierbei ist wichtig zu erläutern, dass diese Szene auf Ivankovs Insel nach der Reverie spielt. Es spielt aber keine Rolle, zu welchem Zeitpunkt der Auftritt stattfindet. Einerseits ist es möglich, während oder auch nach der Reverie, dass dieser Auftritt zustande kommt. Auf der anderen Seite haben wir aber die Sabo-Thematik offscreen angefangen. Sprich, hier kann sich aber noch einiges ändern. Fakt ist, wir werden diese Ansage früher oder später sehen. Dragon trifft auf Imsama. Leute, allein dieser Gedanke ist einfach zu heftig. Bevor Dragon aber zu Imsama kommt, muss er wohl einige Hürden, wie zum Beispiel die fünf Weisen überwinden, was zum Beispiel auch in diesem Fan-Manga von Arthur behandelt wird. Eventuell bewahrheitet sich auch die lang gewünschte Wetterfrucht bei Dragon. Ich weiß, Echidna Oda macht eigentlich immer was anderes, beziehungsweise versucht Dinge zu übertreffen, aber manchmal wäre es doch einfach zu perfekt so, wenn es so ist, wie man es sich vorstellt. Meint ihr, wir werden dann auch einen Kampf von Dragon sehen, einen Kampf, der dann in die One Piece Geschichte eingehen wird? Generell wird der finale Krieg etwas sein, was bisher alles Dagewesene in den Schatten stellt. Das steht hier außer Frage. Nun wäre aber wichtig herauszufinden, welche Kräfte Imsama hat. Wenn Eiichiro oder Imsama damit meinte, also ihn damit meinte, als es damals um diese Lurking Legend ging, dann wird das der stärkste One Piece Charakter sein, der selbst über den Kaisern agiert. Ich persönlich
ich erachte diese Vorstellung als plausibel, denn zum Schluss werden vermutlich alle gegen einen kämpfen, gegen den selbsternannten Gott der One Piece Welt, und dieser Kampf wird dann über die Revolution entscheiden. Ich persönlich bin jedoch sehr gespannt darauf, was Im Sommer alles über Dragon weiß, denn wenn eines zu Im Sommer durchgedrungen ist, dann dass Dragon aktuell der gefährlichste Feind für die Weltregierung ist. Okay Freunde, im Großen und Ganzen war es das mit dem heutigen Video. Falls es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Es sind nicht mehr viele bis zu den 100.000 und Ehre, wer mir auf Instagram ein Follow da lässt. Plus, schaut euch den Fanmanga an, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Ich verlinke alles in der Videobeschreibung. Bis dato bin ich da erstmal raus. Morgen gibt es wieder einen entspannten Podcast. Macht es gut, haut rein. Ciao und tschüss.